Hallo und schön, dass du da bist zur Löwenlegung für den Dezember 2023. Wir schauen gleich rein und zwar mit dem Licht- und Schatten-Tarot für dich in den kommenden Dezember. So, du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen und zwar mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. So, was möchte sich hier bei dir zeigen? Und zwar in Bezug auf Liebe, Partnerschaften, Beziehungen, Begegnungen in diesem Dezember. Was hält der Dezember für dich bereit? Die Hohepriesterin. Starke Verbundenheit mit dem höheren Selbst, mit dem Göttlichen, mit dem Universum. Starke Verbundenheit, du fühlst dich auch wohl, du hörst auf deine Intuition, ja, du lässt dich leiten, du lässt dich führen. Vielleicht fühlst du dich auch Anfang Dezember sehr spirituell, ja. Vielleicht bereitest du dich schon auf Weihnachten vor oder du machst gewisse Meditationen, ja, wo du dich einfach sehr spirituell fühlst Anfang Dezember, könnte ja auch sein. Du stimmst dich sozusagen auf Weihnachten ein bisschen ein, glaube ich auch. In diese besinnliche Zeit. Ja, wir haben hier die Besinnung. Und, spannend, das Gericht, ja. Hier haben wir ebenfalls eine Erkenntnis, eine Erleuchtung, eine Entfaltung natürlich. Ich glaube, dass du hier erkennst Anfang Dezember, dass dir diese Besinnlichkeit ganz gut tut. Diese besinnliche Zeit, diese Besinnlichkeit und dass du das eigentlich nicht nur im Winter oder vor Weihnachten tun solltest, sondern irgendwie das ganze Jahr ein bisschen in deinen Alltag oder in dein Leben integrieren solltest. Ja, diese Besinnlichkeit, diese Ruhe, runterzukommen. Ich sehe eine Erkenntnis. Du solltest dich das ganze Jahr über so entfalten, nicht nur hier in der Weihnachtszeit, in der Adventzeit, sondern das ganze Jahr ein bisschen das einfließen lassen. Das tut dir gut, ich sehe, das tut dir gut. Immer mal wieder, weiß nicht, einen Tee trinken, eine Kerze anzünden, sich was Gutes tun, etwas Gutes lesen auch, ja, was dich zur Besinnung bringt, dich ein bisschen entspannen lässt, hier mehr für dich selbst zu tun. Vier der Kelche, Vier der Kelche, du siehst, du bist jetzt, ich glaube, du bist jetzt viel zufriedener als vielleicht im Rest des Jahres, ja. Das, was im vergangenen Jahr vielleicht passiert ist, das hat dich nicht wirklich erfüllt. Und das jetzt, hier kommt aber etwas, du erkennst schon, das macht dich hier zufriedener, ja, in deinem Ursprung, im Innern, macht es dich zufriedener. Du fühlst dich hier wohl, das, was dir hier geboten wird. So, ein ist runtergefallen. Was ist das? Der Hierophant. Wunderschön, Hohepriesterin, Hierophant. Oha. Du hast hier, kommt mir auch rein, eigentlich jemand ganz einen ganz besonderen Menschen hier in deiner Umgebung, mit dem du grundsätzlich verbunden bist. Aber wenn du natürlich hier getrennt sozusagen von deinem, von deiner Intuition, von deiner Weichheit auch, möchte ich sagen, von deiner Verbundenheit, wenn du getrennt bist, ja, entweder man fühlt sich verbunden oder man ist getrennt, ja, beides gleichzeitig geht halt einfach nicht. Ja, wenn du in deiner Verbundenheit bist, du hast hier jemanden grundsätzlich, der sich mit dir sehr verbunden fühlt, aber du musst halt auch hier bleiben und dich nicht immer trennen, ja, trennen von dir selbst, trennen vom Göttlichen, trennen von deiner Intuition, ja, indem du dich ablenken lässt durch irgendwelche Themen oder Dinge, Situationen, Menschen. Es wäre hier jemand da,
König der Kelche. Hier ist jemand. Hier ist jemand, der sich mit dir verbunden fühlt, der dich versteht, der dich auch gern hat, der dich liebt. Du musst halt hier auch wirklich bei dir bleiben. Und ich sehe hier auch, das erkennst du hier im Dezember. Sonst klappt diese Verbindung hier auch nicht. Das ist eine sehr spirituelle Verbindung hier, ja. Eine Seelenverbindung. Ritter der Schwerter. Nachrichten an Weihnachten. Nachrichten, Einladungen. Hier Weihnachten, Weihnachtszeit. Die Weihnachtsfeiertage. Vielleicht gibt es Nachrichten genau von dieser Person oder grundsätzlich irgendwelche erfreulichen Nachrichten mit dem Hierophanten hier in der Mitte der Legung. Ist natürlich auch sehr schön zu sehen, dass das Ganze, dass der ganze Dezember hier wirklich geführt und göttlich beschützt hier auch ist. Ja, da liegt so ein Segen drauf auf dieser ganzen Zeit. Das sieht man hier auch sehr schön. Okay, aha. Ass der Münzen, drei der Münzen, um das geht's hier. Ja, man sieht hier schon, jemand möchte dir hier etwas anbieten oder du bekommst hier irgendwelche Nachrichten. Du erfährst hier etwas bezüglich einer guten Chance. Hier geht es aber auch um Zusammenhelfen, Zusammenarbeiten, etwas gemeinsam hier aufzubauen oder einfach an etwas gemeinsam zu arbeiten. Könnte natürlich auch eine Beziehung sein, kann aber hier auch die Familie sein, dass man hier jetzt an einer Sache hier gemeinsam mithilft, gemeinsam zusammenhilft bei etwas und das wird etwas Längerfristiges definitiv sein und etwas Stabileres, ja, als du es vielleicht bisher hattest. Es wird jetzt hier etwas Langfristiges sein, was dich auch erfüllt, langfristig. So, wir haben hier das Witches Tarot. Da schauen wir jetzt noch genauer rein. Die Hohepriesterin. Nämlich sehr spirituell die Legung hier jetzt. Die Welt, die vier der Kelche nochmal. Ja, ich habe das starke Gefühl, dass du hier mit dem, so wie die Welt bisher war, so wie deine Welt bisher war, bist du ein bisschen unzufrieden. Oder du warst hier unzufrieden mit der Welt, wie sie war. Das spüre ich hier stark raus. Mit dem weltlichen Geschehen warst du hier auch irgendwie nicht. Das hat dich nicht erfüllt. Das Gericht auch. Das Gericht hier. Zehn der Münzen, wow. Also hier geht es schon um Stabilität, Haus, vielleicht geht es bei dir auch um ein Haus, um eine feste Partnerschaft, um eine Ehe, Haus, Familie, Hof, Hund sozusagen. Auch um Geld könnte sie gehen oder auch um die Arbeit, um Berufliches. Mhm. Die Sache wird schon ein bisschen klarer. Wir haben hier sehr schön die Kombination aus sehr spirituell, ja, im Geistigen verbunden sein mit den Zehn der Münzen. Hier auch die Münzen am Ende. Also es hat schon etwas damit zu tun, dass du dich eben auch in der äußeren Welt hier entfaltest, so wie du bist, dich hier entfaltest. Und das auch, dass sich manifestiert in deinem Leben, in deiner Welt, ja? Deine Welt nach deinen Wünschen hier auch wirklich real umsetzt, hier wirklich real zeigt. Achte Schwerter.
der Schwerter ist ein Nichtwissen, wie es weitergeht, nicht wissen, wie man aus dieser Situation hier auch rauskommen sollte. Ja, genau, du bist schon mittendrin im Grunde. Du bist schon mittendrin und du siehst es nicht. Ja, du bist hier auf einem guten Weg. Das Ganze ist ja auch geführt und beschützt. Vertraue darauf. Ja, Vertrauen ist hier sehr wichtig. Du bist schon längst auf dem Weg hier raus. Ja, du siehst es nur noch nicht, weil sich am Anfang natürlich das noch nicht in greifbarer Nähe zeigt. Aber der erste Schritt ist eben diese spirituelle Verbindung mit deinem höheren Ich, mit deinem höheren Selbst, mit dem Wahren, dem Guten und dem Schönen, mit dem Göttlichen, dich zu verbinden und auch in Verbindung zu bleiben. Ja? Nicht, wenn du dann etwas erreicht hast, das wieder loszulassen. Ja? Sich wieder zu trennen. Das hat noch gar nichts mit einer anderen Person zu tun. Auch wenn man hier sehr schön sieht, es wird hier eine andere Person definitiv dann in dein Leben hier geführt. Hier besteht die Verbindung. Wichtig ist, dass du mit dir selbst, mit dem höheren Ich, ein höheres Ziel hier verbunden bist und auch verbunden bleibst. Du musst den Weg nicht kennen. Du musst den Weg nicht kennen, das kommt von selbst auf dich zu. Wir sehen hier, hier kommen dann Nachrichten. Wichtig ist, dass du verstehst, du musst in Verbindung bleiben. Mit dir, ja, mit dem Göttlichen. Du musst in Verbindung bleiben. Und das kannst eben nur du alleine, auch die Verantwortung natürlich dafür übernehmen. Das kann niemand anderes für dich tun. Du wirst ein bisschen unzufrieden sein und nicht wissen, ja, wie mache ich jetzt weiter? Ja, gar nichts mal vorerst. Gar nichts. Das Richtige wird hier zu dir kommen, wenn du in Verbindung bleibst. Das lernst du hier zu verstehen im Dezember. Viele glauben, sie können sich die 10 der Münzen rein erarbeiten. Ja, rein erarbeiten, da steht aber dann nicht das Glück am Ende dann. Ja, da hast du zwar vielleicht viel Materielles angesammelt, viel Geld oder eine Familie oder ein Haus, was weiß ich, ja. Da hast du dann viel angesammelt, aber das Glück fehlt. Und das Glück kann nur so eben zu dir kommen. Du musst nichts weiter dafür tun. Vertrauen, es ist alleine die Gnade. Die das ermöglicht. So, was haben wir hier mit dem Hierophanten? Der Tod und der Hierophant. Ja, mir kommt stark rein, das Weltliche hier nicht mehr so wichtig zu nehmen. Das Weltliche hier mal weg, beenden. Ja, nicht beenden, aber ich glaube, hier ist ein falsches Gedankenmuster hier, und zwar, dass man hart arbeitet. Mir kommt immer wieder das rein, ich muss hart arbeiten, dafür ich das und das bekomme. Wenn du dir die reichsten Menschen auf der Welt ansiehst, arbeitet hier irgendjemand hart für etwas. Ja? Natürlich haben die am Anfang sehr, sehr viel gearbeitet, sind auch sehr schlau und intelligent, ja, aber es hat nichts mit harter Arbeit. Es hat vielleicht mit Disziplin zu tun, ja, mit Disziplin, Durchhaltevermögen, aber all diese Menschen hatten eine große Vision, an der sie diszipliniert festgehalten haben. Aber dass sie jetzt extrem hart arbeiten, nein. Und ich glaube, hier ist ein bisschen so ein, wenn ich das erreichen möchte, dann muss ich hart dafür arbeiten. Nein, ganz im Gegenteil. Das kannst du loslassen hier. Das kannst du loslassen. Natürlich ist es ein Miteinander, Mithelfen, ein gegenseitiges Unterstützen, ganz klar. Aber hier muss sich niemand aufopfern für irgendetwas. Weil dann ist ja das am Ende dann auch genauso, ja, dass du dann das Opfer bist. Nein. Das ist schon wichtiger, dass du hier bei dir bleibst. König der Stäbe, König der Kelche. Also hier zeigt sich schon ganz klar jetzt eine Person.
Hier ist noch so dieses, ja, dieses Spirituelle, über das ich gesprochen habe, und so die, weltliche Gier kommt mir ja auch rein, gerade. oder beziehungsweise das falsche Denken, man muss immer mehr haben, man braucht immer mehr, man muss auch immer mehr tun. Das ist nicht dienlich, ja, das ist nicht förderlich. Wenn natürlich etwas ansteht und du etwas machen sollst, etwas gemacht werden muss, dann ist das ganz klar, dann gehört das gemacht. Ja? Aber so dieses Verkrampfte, mir kommt hier Extremes, ah, was soll ich jetzt tun, um das zu erreichen? Nein, einmal gar nichts. Mal gar nichts und einmal auf sich besinnen. Ja? Es wird dir ersichtlich werden, wenn du etwas, einen Schritt einleiten solltest. Ja? Dann wirst du das ganz klar vor deinem geistigen Auge auch sehen. Oder jemand wird auf dich zukommen, wird dich vielleicht fragen, wird dich einladen, etc. Dich fragen hier, ob du hier wo mithelfen möchtest. Hoppala. König der Stäbe, Rat des Schicksals, Ritter der Schwerter. Also entweder ist das eine Person, die du bereits kennst, die sich hier plötzlich ganz anders zeigt, ganz anders mit dir spricht, ganz anders mit dir kommuniziert, sich ganz anders dir mitteilt. Eine Kommunikation verändert sich hier. Eine Kommunikation verändert sich hier. Oder es ist eine neue Person, die jedoch ganz anders mit dir umgeht als alles andere bevor. Okay, spannend. Ass der Münzen, drei der Münzen. Der Stäbe. Jemand blickt hier ins andere Ufer, in deine Richtung, nehme ich wahr. Für dich ist das aber ebenfalls wie ein anderes, ein neues Ufer. Ich nehme so wahr, ihr blickt gemeinsam drauf. Es könnte sich hier um, ich spüre so mindestens drei Personen handeln, ja, mit denen du hier zusammen dabei bist, hier etwas aufzubauen. Ihr seid alle drei in die gleiche Richtung, also mindestens drei Personen, die hier in die gleiche Richtung blicken, die auch den Sinn dahinter verstehen, die das Wertvolle auch erkennen. Daran, an dieser Arbeit natürlich. Also da hat man ja auch natürlich ein Ziel, ein höheres, gemeinsam. Ja, ich würde das jetzt hier mal so stehen lassen und wir schauen mit dem Rider-Waite-Tarot jetzt noch genauer rein, worum sie geht, wer diese Person ist, ob wir hier noch mehr erfahren dürfen, hier grundsätzlich, worum es sich hier handelt, woran ihr arbeitet. Und ich werde auch noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte für dich ziehen. Wie gesagt, schau gern vorbei hier im Mitgliederbereich auf YouTube, auf meinem Kanal. Die weiterführenden Legungen sind ab Stufe 2 VIP-Mitglied für dich verfügbar und ansonsten schau dir natürlich gern dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald. Tschüss.